Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eckladungen zum ersten Video der Sommertour 17. Wow! Magdeburg und ja, und da werde ich heute das allererste Video für die Sommertour drehen und ein paar einleitende Worte zur Sommertour sagen und vielleicht auch eine kleine Challenge machen, die ich geplant habe. Mal gucken, ob es klappt. Sieht gerade nicht so aus, als würde die klappen, weil es hier ziemlich leer im Elbauenpark. Ansonsten, ja, mal gucken. Ich befinde mich hier in einer Art Irrgarten. Hoffen wir mal, dass wir uns hier nicht verirren. Ja, heute wollte ich mal, wie schon gesagt, ein bisschen um die Sommertour reden. Ja, es ist ja ein bisschen hell hier drin an der frischen Luft hier draußen. Da scheint die Sonne schräg auf mich herab, ganz von oben. Organisatorisches zur Sommertour. Ja, das Gute ist hier als erstes mal in dem Irrgarten hier, dass ich hier ein bisschen geschützt und ein bisschen versteckt bin. Das heißt, man kann mich unter Umständen nicht sehen, aber wohl auch hören, aber zum Glück nicht sehen. So. Das heißt, es ist auch der Peinlichkeitsfaktor von vloggend durch die Gegend laufen nicht gewährleistet. Hoffe ich, ich falle nicht zu viel auf, weil ich habe es ja auch immer so ein bisschen mit Menschenmassen und mit vollen Städten und so. Deshalb, ja, die Sommertour eigentlich keine so witzige Sache für mich. Und deshalb bin ich Let's Player. Da muss ich mich nicht in Menschenmassen begeben. Da kann ich zu Hause an meinem Schreibtisch hocken und meinen Krams machen. Doch, hier geht's auch schon raus. Hab's geschafft. Dann wollen wir nochmal zurücklaufen. Und dann den ganzen Weg längs. Gibt's noch interessantere Wege? Ja. Ich habe ein kleines Flüsschen dort gesehen. Da kann man auch noch, jetzt bestimmt auch noch interessante Wege lang zur Sommertour. Ich werde jetzt noch keine Städte und Termine sagen, in die ich reise. Dieses Jahr aus, ja, Sicherheitsgründen, klingt jetzt ein bisschen scheiße, aber ihr wisst, was so aktuell in den Nachrichten läuft. Und wenn ich dann im Berliner Zentrum unterwegs bin und auf dem Alexanderplatz, wird Alex sagen, aber heißt ja Alexanderplatz, und da auf dem Alexanderplatz rum und vlogge, und ja, da ist ein bisschen Angst schon da, weil, ja, ich will die Sachen gar nicht nennen. Ich habe schon auf Twitter mal geschrieben, mein Kanal bietet dem, was ich nicht erwähnen will, keine Plattform, deshalb wird auch darüber nicht geredet. Ihr wisst selbst Bescheid. Deshalb lasst euch überraschen, welche Städte wann online kommen. Wenn es gut läuft, kommt am Samstag schon das nächste Video von der nächsten Stadt. Da sage ich noch nicht, welche Stadt.
Da geht es auch wieder raus, dass der Irrgarten hat viele Auswege. Ja, ich werde auch gleich mal rausgehen. Ich will nur noch dieses Flüsschen finden. Das sah ganz interessant aus. Da lässt sich vielleicht auch noch was Hübsches an Bildmaterial finden. Ich werde das jetzt so versuchen anzustellen, dass ihr zumindest uploadmäßig an 2 Tagen die Woche ein Sommertour-Video kriegt. Das heißt zum Beispiel montags und samstags oder dienstags und samstags waren es, glaube ich, dass ihr jetzt dienstags und samstags oder halt mittwochs und samstags halt irgendwie 2-mal die Woche ein Sommertour-Video bekommt. Das heißt, diese Woche kommt es dann noch, ich werde es versuchen am Samstag online zu bringen, ein weiteres Video aus der nächsten Stadt und dann, ja, hier ist auch schon das Flüsschen. Flüsschen ist ein bisschen übertrieben. Ja, da. Das sieht hier alles ganz wunderbar fantastisch aus. Der Elbbrunnenpark ist auch kein so übles Örtchen. Ganz schmackhaft hier gemacht. Das ist alles auch wundervoll gepflegt hier. Sieht die ganzen Hecken hier und das Flüsschen ist auch nicht ganz übel aus. Und ja, habe auch gerade eben eine Gärtnerin getroffen, die hier rumhantiert, während ich vlogge. Ich habe es natürlich nicht gefilmt. Selbstverständlich. Und ja, würde mal sagen, kommen wir mal hier schnell raus aus diesem Irrgarten, bevor wir uns hier drin verfangen. Und dann würde ich sagen, ja, ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt, Elbbrunnenpark, was zum Geier ist das, Zwergi? Hab ich noch nie von gehört. Wo bist du und wie komme ich dahin, wenn ich in Magdeburg bin, in den Elbbrunnenpark? Das kann ich euch zeigen. Da habe ich jetzt mal was für euch. Eine Karte. Das ist der Elbbrunnenpark. Das ist der Elbbrunnenpark. Und das. Das heißt hier, das ist Magdeburg. Das ist eine Magdeburger Karte. Hier ist das Liniennetz von der Straßenbahn von Magdeburg. Der Bahnhof, der ist hier. Findet sich hier an dieser Stelle. Hier ist der Elbbrunnenpark. Das heißt, wenn ihr nach Magdeburg kommt, müsst ihr von hier. Bahnhof in Magdeburg ist ein bisschen abgesperrt, gerade wegen Bauarbeiten. Da müsst ihr dann hier zu der Haltestelle Verkehrsbetriebe. Dann müsst ihr ein bisschen durchs City-Carré durchstängeln, durchs City-Carré, durch dieses Einkaufszentrum da einmal durch. Dann seid ihr bei der Straßenbahn dort bei Verkehrsbetrieben. Und von den Verkehrsbetrieben geht es mit der 6, mit der Linie 6 hier Richtung oben zum Elbbrunnenpark, Richtung Herrenkrug. Herrenkrug ist dann die Endhaltestelle, aber ihr wollt dann zum Elbbrunnenpark und könnt dann dort beim Jerichower Platz bzw. bei der Haltestelle Elbbrunnenpark Messegelände aussteigen und dann seid ihr hier im Elbbrunnenpark. Ja. Elbbrunnenpark ist ein riesiges, gigantisches Ding. Das sind nicht nur der Irrgarten und diese paar Bäume hier, sondern auch noch ein bisschen mehr. Deshalb switche ich jetzt direkt zum anderen Ende des Elbbrunnenparks. Zum anderen Ende des Elbbrunnenparks. Das liegt dort. Und dann sehen wir uns dort wieder. Natürlich steht am Ende der Sommertour wie letztes Jahr wieder die Reise nach Berlin. Ja, wie am Anfang die Reise nach Magdeburg, also die Tour in Magdeburg steht. Ja, zwischendurch erwartet euch auch was ganz Leckeres. Also es gibt auch was für den Geschmackssinn. Na, irgendwie nur durch die Kamera gereicht. Also ich kann es euch nicht zureichen, aber da gibt es was Leckeres zu sehen. Ein bisschen Kultur noch zu schnabulieren geben. Und ja, tierisch wird es auch noch in einem der Sommertour-Videos. Meinen werten Kollegen Greenie Let's Play, den werde ich noch treffen.
bei der Sommertour. Da wird es auch ein Video zu geben. Da werde ich bestimmt einige Challenges mit ihm machen. Ja, heute hat es sich nicht so angeboten, Challenges zu machen. Sollte aber heute auch eher nur so ein Einleitungs-Vlog werden. So ein Video, ja, so ein bisschen auf die Sommertour eingehe und ein bisschen Einleitendes dazu erzähle, was die Sommertour will und was euch erwartet. Also vieles wird es zu sehen geben. Großes erwartet euch. Seid dabei in den nächsten Videos. Drüben ist ein kleines Gewässer namens Elbe. Ein kleines Gewässerchen, so ein kleines Flüsschen. Ja, und dann werde ich noch ein bisschen durch die Landschaft, durch die grünen Wiesen dieses Parkes, des Elbenparkes wandern und echt dabei ein wenig mitnehmen. Und ja, ansonsten freue ich mich schon auf die Sommertour, auf die nächsten Videos, auf den nächsten Monat, auf die Tour durch Sachsen-Anhalt und Umgebung. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ja. Und ihr seid mit dabei. Glaubt ihr mir, wenn ich euch sage, dass es scheiße heiß hier ist? Die Sonne prallt hier direkt von oben auf mich herab. Es ist hell und heiß. Ja, aber ich kann mich nicht beschweren. Ich war mit der Klasse letzten September. Da war ich noch in der Schule. Ja. Jetzt habe ich Sommerferien, bin aus der Schule raus. Und da war ich in Griechenland mit der Klasse und Griechenland war schon ein bisschen wärmer, obwohl man muss sagen, Griechenland hat ein bisschen trockeneres Klima, da war es angenehmer. Da waren es zwar 35 bis 40 Grad draußen in der Sonne, aber auch durch das trockene Klima ein bisschen angenehmer zu ertragen. Hier ist so ein feuchtes, nassfeuchtes Klima und dadurch ist das auch ein bisschen. Oh, jetzt kommt gerade Wind auf. Das ist schön, aber ja. Die Sommertour wird lustig bei der Hitze. Jo, den Jahrtausendturm, auch Bugaturm genannt, nichts zu vergessen. Das wird ein Thumbnail. Dann bin ich mit meiner Tour durch den Elbauenpark, glaube ich, auch fast schon zu Ende. Viel mehr gibt es nicht zu sehen. Dort drüben auf der anderen Seite, wo ich vorhin war, des Elbauenparks, gibt es noch eine Art Rodelbahn. Den Jahrtausendturm oder den Bugaturm könnte man sich auch noch antun. Da könnte man auch noch reingehen. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste dort gerade. Jetzt seht ihr ihn, jetzt habt ihr ihn gerade nicht gesehen, weil mein Kopf davor war, mein Breitschädel. So, den kann man sich auch noch antun. Aber ja, wenn es euch Freude macht, dann könnt ihr in den Elbauenpark kommen nach Magdeburg und ihn euch anschauen. Da ist, wenn mich nicht alles täuscht, gerade eine Playmobil-Ausstellung drin für die Kleinen. Also kann man machen. Und Rodelbahn zu dem Thema. Da bin ich sowieso kein wirklicher Fan von Rodelbahnen. Da verweise ich nur freundlich auf die Sommertour vom letzten Jahr. Sommertour 16 Tale. Hashtag Zwergi schreit 2 Minuten lang in die Kamera. Ja. So, dann würde ich mal sagen, weiter geht's. In der nächsten Stadt am Samstag, wenn ich es hinkriege. Jetzt noch ein Kaffee und ein Eis. Dann wäre das Ganze perfekt hier. Dann würde ich mich sauwohl fühlen. Und wo bekomme ich jetzt ein Eis und einen Kaffee? Ja, ratet mal, wo ich bin. Kleiner Tipp. Kann man was erkennen? Vielleicht konnte man es nicht erkennen, aber ich werde es nachher nochmal zeigen. Jetzt erstmal ausruhen, ein bisschen ankommen. Das Reisen ist für mich immer ein
klein wenig stressig. Ich bin eher so der Heimattyp, der zu Hause rumhängt-Typ. Ja, so kann man es auch nennen. Ich habe mir hier mal ein bisschen Mittagessen von Fastfood-Restaurant XY geholt und ich muss euch jetzt mal schnell weglegen. Ihr kommt jetzt hier schnell mal weg, weil einhändig futtern ist dann doch nicht so. Nochmal mein markenrechtlich geschütztes Sandwich verspeist. Ja, dann zeige ich euch, glaube ich, jetzt mal, wo ich bin und löse das Rätsel auf. Ich bin hier in Dessau, Roßlau, am Georgium, am Schloss Georgium, um genau zu sein. Ja, es ist heute so wundervolles Wetter hier. Ihr seht schon, ich habe eine Regenjacke an und es nieselt die ganze Zeit. Das ist so, es regnet nicht wirklich, aber ist einfach wundervoll das Wetter. So, hier habt ihr nochmal das Schloss. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Es ist einfach irgendwie weiß auf einem weißen, grauen Hintergrund. Der Himmel ist gerade auch sonderbar grau-weiß. Sieht halt einfach gespenstisch aus, das Schloss. Sieht einfach aus, als wäre ein Fenster in der Luft auf dem Bildschirm. Willst du einen Schneemann bauen im Sommer? Hier haben wir auch noch zwei wundervolle Statuen hier von Frauen. Sehen aus wie Frauen. In Marmor, sieht ziemlich marmormäßig aus. Die dort guckt mich an und das macht mir Angst. Sie schaut mich direkt an, die starrt mich an. Jetzt habe ich Angst vor diesem Park. Zu viel Horror geguckt, zu viel Spiele gespielt, Resident Evil, Let's Plays geguckt. Wenn ihr mich jetzt noch anguckt, dann wird's gruselig. Dann weißt du aber, dass ich hier renne. Wenn die jetzt ihren Kopf dreht. Nee, zum Glück macht es noch nicht. Nein. Wir sind im Real Life. Das passiert ja nicht. So, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist zu den sieben Säulen zu gehen. Zu den berühmten sieben Säulen. Die soll. Jetzt habe ich Angst vor dieser Statue. Die sollen ja sehr berühmt sein. Die habe ich im Internet gefunden. Die sind mir aufgefallen, als ich nach Sehenswürdigkeiten Dessau gesucht habe, gegoogelt habe. Da wurde mir vorgeschlagen, hier das Georgium und die sieben Säulen, die römischen sieben Säulen. Da werde ich mal gucken, ob ich da hinkomme. Das sind aber nur vier Säulen. Naja, genau genommen acht, aber ich suche nach sieben nebeneinander stehenden Säulen aus dem. Sind das, ja, die sind römisch, aber nicht die super. Das ist halt das, was mir sofort ins Auge gefallen ist bei Dessau. Also die erste Sehenswürdigkeit, die mir aufgefallen ist. Hier haben wir noch wieder schon so ein altes Gebäude. Es muss hier mal irgendwie so ein Grafen- oder Fürstentumsanwesen gewesen sein mit so verschiedenen Häusern und so verschiedenen Sachen, wo die halt sich aufgehalten haben hier im Georgium. Ich glaube, ich habe da was drüber gelesen im Internet, dass da irgend sowas hier ein Sir Georg irgendwie dort von Rovanion, einer meiner Namen, neben Zwergenfürst. So, scheint ganz interessant, wenn man sich mal die Geschichte dazu durchliest. Die Geschichten sind nicht ganz uninteressant. Ich war schon immer in der Schule geschichtsbegeistert. Naja, mittelmäßig geschichtsbegeistert. Kam auf das Thema an. Also, die Antike hat mich schon immer sehr erfreut. Also, die Französische Revolution hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, aber so das davor, das finde ich interessant. Wir waren ja auch mal in Griechenland.
mit der Klasse. Da haben wir auch viel griechische Antike, nicht römische, aber griechische Antike gelernt. Römische und griechische Antike ist ja ziemlich verwandt. Ja, ich will jetzt keinen Vortrag über Geschichte halten. Ich will jetzt die sieben Säulen finden. Da hinten haben wir ein Pavillon und ein paar Säulen, aber das sind nicht die sieben Säulen. Das sind ein bisschen mehr. Und da ist da der Pavillon. Ja, ich glaube, das war aber in Litauen, das war im Ausland, das war, kann ich mich dran erinnern, da gibt es sogar Bilder von so ein Kindheitsbild, vielleicht kann ich das mal hier einblenden, falls ich es irgendwo noch finde. Werde ich wahrscheinlich nicht finden, aber da habe ich auch mal in so einem kleinen Pavillon gespielt, da gibt es mein Patenonkel hat so ein Bild von mir, wo ich in so einem ähnlichen Pavillon in Litauen rumprobe. Ja. Da hinten sehe ich doch was, da hinten sehe ich was. Könnt ihr das auch sehen? Ja, klar, jetzt könnt ihr das sehen, weil ich rangezoomt habe. Da haben wir sie, die sieben Säulen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, die sieben Säulen. Ich könnte euch jetzt einen Vortrag über Säulen und über Geschichte von Säulen halten, dass ihr jetzt unterwegs in dem Video, was ihr jetzt gesehen habt, drei oder zumindest zwei unterschiedliche Säulentypen gesehen habt. Das ist jetzt eine ältere Version. Bisschen älter, größer, antiker und ja, wenn so, hab gut aufgepasst in Kunstgeschichte, ihr merkt schon. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwie ins Zentrum komme, ob ich irgendwie noch City-mäßig was bekomme. Aber ich glaube, am Bahnhof war nicht viel los, da ist ein bisschen. Hier ist grundsätzlich ein bisschen leer hier. Vielleicht wegen dem Wetter, wegen dem momentan nieselt es nicht, aber vielleicht ist ja irgendwie jetzt nicht so sommermäßig, dass da Leute sagen würden, yo, wir gehen in den Park spazieren. Und deshalb vielleicht, ja, am Bahnhof war es auch nicht sehr voll. Ja, das Bauhaus Dessau, da wollte ich ursprünglich eigentlich drin, dort mal einen Vlog drehen. Ich will jetzt mit keiner Ausrede kommen, aber es war halt organisatorisch schwer hinzubekommen, dort was zu organisieren. Ich habe schon Wochen, vielleicht einen Monat vorher angefangen, das zu organisieren und ich muss sagen, vielleicht lag es auch. Ja, es lag an mir. Ich nehme die Schuld auf mich, ich nehme alles auf mich. Es lag an mir, dass ich zu selten angerufen und zu selten das kontaktiert habe. Aber es ist mir bis heute nicht gelungen, dort eine Drehgenehmigung und eine Unterstützung durch die Mitarbeiter zu bekommen. Macht ja auch keinen Sinn, wenn man dort dann reingeht und dann ich weiß, was das Bauhaus Dessau ist. Ja, ich könnte mich vorher einlesen und dann Vortrag über das Bauhaus Dessau halten und dann hier klugscheißermäßig dann ein Wissensvideo drüber machen. Also so ein Lernst das Bauhaus Dessau kennen Video machen. Aber dafür ist die Sommertour nicht gemacht, dafür ist mein Kanal nicht gemacht. Da müsst ihr euch, glaube ich, einen anderen Kanal angucken. Da müsst ihr dann Planet Wissen oder sowas, eine Galileo anschauen, um da Wissenswertes über das Bauhaus Dessau zu finden. Haben wir bestimmt. Und ja, da habe ich gedacht, hier ist ein wunderhübscher Park, diese Säulen. Weiß ich ein bisschen was über die geschichtliche Sachen.
wer es genau wissen will, also wen es interessiert, das müssten ganz genau ionische Säulen sein. Und wenn ich nicht alles falsch interpretiert habe und falsch gelernt habe und die 7 oder auch 6 oder wenn man es so will, 8 Säulen dort hinten, wie auch immer, wie viele Säulen dort hinten, das weiß ich nicht genau, wie die heißen, aber das sind garantiert hier römische Säulen, das ist aus dem antiken Rom, wo die, das wurde mal für die Tempel benutzt, für die Zeus-Tempel, für die, wie hießen die Götter alle, die Athene-Tempel und so weiter und so fort. Haben wir in Griechenland auch einige von gesehen. Einige römische Tempel. Natürlich Zwergi, das in Griechenland römische Tempel gesehen. Ja, so viel dazu. Ich habe in Griechenland römische Tempel gesehen. Könnt ihr euch merken. Mit römischen Göttern. Zeus ist auch ein römischer Gott. Merkt euch. Ist nicht etwa ein griechischer Gott. Vorne, ganz vorne am Anfang des Parks gibt es noch ein Souvenirgeschäft und ein Café, also ein Restaurant. Restaurant, genau. Dort kann man sich noch was zu schnabulieren holen oder sich ein kleines Postkärtchen gegebenenfalls anderen Krimskrams aneignen. Aneignen klingt jetzt sehr schlimm. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten sieht der Park hier ganz wunderhübsch aus, aber außer diesem Pavillon und den 7 Säulen und dem Schloss dort hinten, das war jetzt auch nicht übel. Und der großen Statue sehe ich hier nichts weiteres. Also, was jetzt auch nicht wenig ist. Also, im Elbauernpark gab es nicht so viele Sehenswürdigkeiten auf einem Fleck. Ja, wie ich mir das erklären kann, dass hier so verschiedene Häusertypen und so verschiedene Stiltypen aufeinandertreffen, ist, dass eventuell so war, dass die alten römischen Dinge als erstes dort waren, die antiken Säulen als erstes da waren und dann später die nachfolgenden Generationen, die Fürstentümer, das halt stehen gelassen haben und haben halt so gesagt, wieso abreißen? Wir sind stolz auf unsere Vergangenheit, auf unsere römische Vergangenheit. Keine Ahnung. Kultur, Erbe, Erhaltung, was weiß ich. Ich bin nur ein Zwergenfürst, was die Menschenfürsten gemacht haben. Kann ich euch nicht verraten. Fragt mich was über Zwergenfürstentum. Da kann ich euch was verraten. Das dürfte wieder dieses Schloss Georgium sein. Ich habe euch Kultur versprochen. Ihr habt Kultur gekriegt. Ich habe zwar ans Bauhaus Dessau gedacht, als ich gesagt habe, es gibt Kultur. Aber ist jetzt auch nicht mehr oder weniger Kultur. So, lass uns mal wieder zurückgehen. Kann es schon verstehen, wenn ihr sagen solltet, ja, ich laufe gerade für dieses Video rückwärts. Wenn ihr sagen solltet, war langweilig, hat mich nicht interessiert, zu viel Geschichte, zu viel Kultur. Ich will Action, Schmeckchen. Ja, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Aber ich denke, dieser Part, dieser das Video der Sommertour, ich kann unheimlich schlecht rückwärts laufen, war unterhaltsam, also ich hoffe, er war unterhaltsam. Das müsst ihr mir dann in den Kommentaren sagen, ob er unterhaltsam war, ob es dir gefallen hat. Müsst ihr mir mit einem Däumchen nach oben verraten unter diesem Video. Ja, ich denke, auf Innenstadt und Zentrum hätte ich jetzt auch nicht mehr so viel Bock nach diesem Park hier, also das wird sich nicht sehr vertragen, wenn ich da jetzt noch einen Innenstadt-Krams reinhauen würde. Dann, ich würde sagen, ist nicht so wild, wenn wir das jetzt hier beenden. Ich habe jetzt ziemlich viel gedreht, ziemlich viel Material.
Ja. Dann hoffe ich, es war nicht zu langweilig. Euch hat ein bisschen Kultur nicht geschadet. Und ihr seid auch beim nächsten Sommertour-Video mit dabei. Für die Leute, die es jetzt komplett langweilig fanden, da tut es mir natürlich leid. Aber für die gibt es auf meinem Kanal. Mein Kanal ist ein Let's Play-Channel. Genug Action schmeckt schon zu sehen. Also nehmt es mir nicht übel und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Bei Kaffee und Kuchen hatte ich im Café des Georgium Parkes nochmal die Chance, das Geschehene des Tages Revue passieren zu lassen. Als kleine Hommage an das erste YouTube-Video, generell auf YouTube, aus dem Leipziger Zoo hier in der Asia-Ecke. Konnichiwa. Im Elefantengehege, also am Elefantengehege genauer gesagt. Ich weiß nicht, ob man mich in der Kamera hören kann, weil es ist ja ein extrem lauter Wasserfall. Ich hoffe es. Vorhin noch ein Elefant, der hat sich hier ein bisschen rumgetummelt. Ja, ich werde mal gucken, was für Tiere ich heute finden kann. Ja, hier der Elefantenbulle. Habt ihr hier hinten eine Infotafel. Ja, ist generell ein bisschen schwer hier zu filmen, da das hier relativ voll ist im Leipziger Zoo. Ihr könnt es euch vorstellen, hier ist sehr, 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 sehr viel Menschenmenge vorhanden. Und ja, ich werde mal gucken, was ich so in die Linse kriege. Die Elefanten, die sind heute irgendwie hier drin, die... wollen gerade nicht an die frische Luft, die sind heute eher Stubenhocker. Ja, gucken wir mal, ob wir andere Tiere finden oder doch noch einen Elefanten. Hier wird es asiatisch, dann werde ich mich mal dort unten in den Elefantentempel flüchten. Und ui, hier wird es düster. Hier haben wir einen dunklen Tunnel, sieht fast wie eine Mine aus. Eine Mine! So, da erklärt irgendwer was in einer heftigen, lauten Stimme. Weiß nicht, ob das mich hier stört. Bei meiner Aufnahme. Oh, tatsächlich eine Mine. Eine schwere Tür. Schwere Holztür. Mal dran ziehen. Oh, da scheint es weiter zu gehen. Oh, hier drin ist es stickig. Irgendwas unter Wasser. Ach so, ja, war ein Unterwasser-Gehege. Jetzt dann eine grüne Wand. Zutiefst interessant. Ja, ich habe ein bisschen Glück, dass jetzt irgendwie um 16 Uhr eine Veranstaltung ist, dass hier nicht so viele Menschen sind. Wird es dann auch mal wieder in die frische Luft, wenn es passt. Och nö, ey, wird es nur noch stickiger. Es wird zwar heller, aber nicht luftiger. Das ist jetzt hier noch irgend so ein Gehege. Irgend so ein... Teil. Naja. Mal hier raus. Oh, ein Zwerg. Nein, das ist ein Elefantenskelett. Das dort hinten im Spiegel. Kopfpelikane. Was bist denn du für ein Vogel? Ist er der Kleine? Na. Da oben hockt auch noch einer. Die machen ganz komische Laute. Nochmal mal laut. Die klingt irgendwie immer so ein bisschen, als hätten sie Schluck auf. Die haben so extrem ulkige Schnäbel. Na, die sehen aber putzig aus dort. Amazone, die hat heute Hausarrest wahrscheinlich.
Ich sehe keine. Und jetzt haben wir hier ein riesenhaftes Gehege. Was sollte da eigentlich drin sein? Ich glaube, Affen gehören in dieses Gehege, oder? Ist ein Affengehege. So, das andere war ein bisschen zu groß für ein Affengehege. Es sind aber Bartaffen. Ich habe hier einen Umschlag. Und da könnten wir eigentlich mal... ganz noch kennen. Hier sind die YouTuber-Bilder drin. Die könnten wir eigentlich mal zuordnen. Könnte ich eigentlich mal gucken hier, wer welches Tier kriegt. Das ist der Paluten, der ist eindeutig ein Affe. Das sind eindeutig Affenbrüder. Bären können wir hier den hier mal nicht zuordnen. Passt doch. Pinguin. Jo, jetzt haben wir noch das Pinguin-Gehege. Nice. Ist aber hier ziemlich warm für die Mine. Ist hier nicht irgendwo heißes Wasser, aber ist ein bisschen heiß für die heute. Wir müssen ziemlich schwitzen heute, oder? Können die Mine überhaupt schwitzen? Na, kannst du schwitzen? Ist die heiß. Hier, wer von denen sieht hier wohl am ehesten nach einem Pinguin aus? Der hier bestimmt, ja, der. Und doch eher der hier. Den hier. Und das passt doch eindeutig. Pinguins. Dann schreibt halt kurz nochmal, wenn ihr besetzen würdet, die Bilder hier. Ja, ich muss mich dann auch mal beeilen, damit ich noch meinen Zug schaffe, zurück nach Magdeburg. Ja, gucken mich hier alle komisch an, dass ich hier mit meiner Kamera rede. Was doch nie ein Typ gesehen, der mit seiner Kamera quasselt. Ja, dann musst du jetzt mal schnell zum Ausgang. Da ist auch schon der Ausgang. Das übliche Prozedere. Erdmännchen hätte ich gern noch gesehen, aber ja, man kann nicht alles haben, vor allem in 2-3 Stunden nicht. Ihr könnt euch gerne mal den Leipziger Zoo mal, den Zoologischen Garten, dann müsst ihr, glaube ich, hier mal über mir stehen, ja, Zoologischen Garten mal anschauen. Und selbst den mal besuchen. 17 Euro ein Studenten. Schülerticket. Ja, so, dann hoffe ich, ich habe noch genug Videomaterial zusammenbekommen. Und ja, da ist auch schon der Zug, der mich nach Hause fährt. Heimwärts. Ja, ich hoffe, dieses Video war doch einigermaßen ertragbar und hat euch ein bisschen unterhalten. Also ja, ich mache mich dann wieder mal heimwärts und hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Video. In Sangerhausen bin ich heute. Es gibt in Sangerhausen 4 prägnante Sehenswürdigkeiten. Einmal den Marktplatz. Einmal das Spengler Museum, dreimal den Rosengarten und zum vierten die Gonna, das kleine Flüsschen hier in Sangerhausen. Ja, ich stehe hier vorm Spengler Museum und ja, dort werde ich direkt mal gleich reingehen. Das ist ein Museum für Kulturhistorisches. Dort gibt es eine wunderbare große Hauptausstellung, da könnt ihr euch drauf freuen, das wird etwas gigantisch Großes. Ja, da gehen wir direkt mal rein. Nacht hier. Und da bin ich direkt gleich drin und stehe hier direkt schon vor der Hauptattraktion des Museums, dem riesigen Mammutskelett im Spengler Museum. Auf jeden Fall. Da haben wir noch etliche Knochen und Überreste von Skeletten, von Reptilien und anderen Lebewesen, die früher gelebt haben.
Geologie ist sowieso ein sehr interessantes Fachgebiet. Zumindest spätestens seit Jurassic Park. Ja, das ist ja alles. Sind zwar keine Dinos, das ist kein Dino, aber jetzt will ich ihn von hinten. Aber Mineralogie oder Geologie, höchst interessant. Ich habe ja auch mal Mineralien gesammelt und war auch einmal ein Fan von Mineralogie. Und ja. Und hier kommen wir in einen Raum, in dem viele Tiere zu sehen sind. Ausgestopft, würde ich sagen. Pflanzen und Tiere. Und Flora und Fauna. Alles ein bisschen spiegelnd, weil die Vitrinen da so ein bisschen entgegenarbeiten. Aber auch mal interessant zu sehen, hier ein Fuchs. Und da drüben ein Reh. Als Stadtkind so ein Typ, der nie in die frische Luft kommt und auch so Natura nicht wirklich kennt, ist das dann schon irgendwie. Ja, also ein Reh habe ich schon mal gesehen. Da habe ich das schon mal auf einer Autofahrt auf dem Feld rumhopsen sehen. In der Landschaft im Harz war das, glaube ich, da. Heute mal irgendwo mal gesehen, aber so ein Fuchs hier, das sieht man relativ selten. Vor allem, weil die Dinger schon sehr vom Aussterben bedroht sind. Und ja, da ist das relativ schwer, einen zu finden. Und dann haben wir auch noch ja, Sachen, die mir absolut gar nichts gesagt haben bisher. So ein Vogel hier. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Ein Wiederhopf. Ja, hat man schon mal von gehört. In einem bekannten Kinderlied. Aber so gesehen, die Natur hat man noch nicht. Ja, da kann man mal sehen. Ganz viele Vitrinen voller Tieren. Ja, Tyto Alba. Die Legende der Wächter. Geiler Film. Ein geiles Buch. In Büchern gibt es ein bisschen mehr davon, aber nur einen Film. Und das ist Müll und Ratten. Den sieht man ab und zu mal. Ratten sieht man dann schon öfters als eine Schleieröle. So, und was haben wir hier hinter mir? Das müsste ein Wiese sein, wenn ich alles täuscht. Nochmal ein paar vogelartige Wesen. Was heißt vogelartig? Das sind wohl Duftvögel. Auf einen Zaun. Und ein Eichhörnchen. Eichhörnchen waren als Kind für mich war das mein Lieblingstier. Da habe ich, glaube ich, auch mal eins gesehen. Ist mir mal zufallsmäßig über den Weg gerannt. Irgendwann mal im Urlaub. In so einem Frostgebiet. Vögel. Und eine Wildkatze darf auch nicht fehlen. In die Kommentare, was ihr dazu meint. Jo, und hier gibt es natürlich nicht nur Tiere und Mammuts, sondern auch andere Dinge. Folgt mir da lang. Da gibt es auch noch eine interessante Ausstellung zu Bühnenkunst und Theater. Jo, und da werden wir uns mal hinbegeben. Kunst ist ja auch was sehr Schönes. Ja, tatsächlich ist das hier gerade Kunst. In gewisser Weise. Natürlich nicht so eine Kunst wie das hier, aber auch Kunst auf seine Weise. Hier haben wir Bildschirme mit Videos, die darauf laufen. Und
Texte im Hintergrund, die aufgesagt werden. Hier kommen wir in einen schwarzeren und dunkleren Bereich. Doch die Bilder, die verfinstern sich ein bisschen. So, da geht es dann von weiß ins schwarz über. Und hier ist so ein bisschen, ich werde die Bilder nicht zu nah ran zoomen, weil wer weiß, was damit rein rechtlich so läuft. Und ja, das behandelt hier so ein bisschen Schauspielkunst in der Kriegsbewältigung. So Soldaten, Mord, Tod, Krieg, Leiden und so weiter. Im Hintergrund hört ihr hier gerade eine Aufführung, die dort präsentiert wird. Hier unten eine schwarze Couch, wie ihr sehen könnt. Kann man sich drauf platzieren und das Ganze in Ruhe beobachten. Links, rechts, vorne, hinten. Ein bisschen Meditation, naja, Meditation nicht, aber Besinnung und zu sich kommen. Und eine Besinnung auf das, was man dort sieht. Ja, heißt diese Ausstellung. Ich switch mal ganz schnell hier rüber. Kann man so einen groben Eindruck kriegen von den Bildern. Zu Hause, ja. Nachkriegszeit muss das sein. Die führende Rolle. SED als Schrift. Ja. Alte Sachen aus der Zeit. Eine alte Schreibmaschine haben wir dort. Ein Fotoapparat. Glaubt man ja auch nicht. So ein großes Teil. Hier ein Nähzeug. Das sind Nadeln und Nähzeugs. Ein Faden. Ein Kochutensilien. Teller. Faszinierend, muss ich nur sagen. Puppen haben wir dort. Interessant zu sehen, die Zeit zu sehen. Ja. Man sieht nicht nur Gegenstände, sondern eine Zeitepoche. Das ist das, was mich fasziniert. Und da haben wir eine alte Nähmaschine. Genau, habe ich mal genäht. In der Schule im Handarbeitsunterricht hatten wir auch so ähnliche Maschinen. Haben wir noch mit alten Nähmaschinen nähen gelernt. Sehr interessant. Ich habe Krüge und viel, viel interessantes Zeug. Ich werde so lange hier nicht stehen bleiben, weil wenn ihr das alles sehen wollt und ausführlich beobachten wollt, müsst ihr selbst mal ins Sarahäuser Museum fahren. Zylinder und Kriegsgerät. Porzellanzeugs und Metallzeugs für das Koch- und Backwerk. Ein paar Statuen, Engel vom Altar der Kapelle im Neuen Schloss. Da habt ihr ein Bild dahinter. Und schon geht's weiter hier mit ganz viel altem Zeug aus vergangenen Zeiten. Eine wundervolle Sache, wie ich finde. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich will sie hören. Interessiert mich brennend. Verschiedene Zeitalter in einem Raum. Da sind wir auch schon wieder am Ende einer weiteren Führung durch ein Museum. Ja, so groß ist das Museum nicht. Ein
das war's vom Spengler Museum hier aus Sangerhausen. Ich bin auch heute wegen einem anderen Grund eigentlich hierher gekommen. So habe ich das noch mit unter einen Hut bekommen. Konnte ich noch ein Sommertour-Video für euch machen. Ja, passt doch. Mit dem nächsten Sommertour-Video geht's dann demnächst weiter. Ich hoffe, am Dienstag oder Mittwoch solltet ihr das bekommen. Ja, ich kann immer nur sagen, es lohnt sich, die Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Und ja, ein Eintritt ins Spengler Museum für einen Studenten oder einen Schüler nur 1 Euro, quasi umsonst. Also ja, für Kleinkinder sogar ganz umsonst. Also lohnt sich mal nach Sangerhausen zu fahren und ja, mal vorbeizuschauen. Ansonsten, ja, man sieht sich in einem anderen Video. Adios. Dem Rathausturm, dem Aussichtsturm vom Salzwedler Rathaus. Durch die Touristeninformationen gelangt man auf den Turm. Durch ein großes Tor gelangt man in ein Treppenhaus mit ganz vielen Treppen. Zum Turm hin geht es dann sehr viele Stufen hinauf. Wenn man auf dem Weg müde geworden ist, kann man sich ein wenig setzen. Wenn man schon schwindelig ist vom Treppensteigen in der Wendeltreppe. Ja, ich bin ziemlich durchnässt und fertig. Ja, was daran liegt, dass ich ein ganzes Abenteuer hinter mir habe. Leider habe ich dieses Abenteuer nicht gefilmt. Es tut mir leid, ich hätte es filmen sollen. Aber hat sich nicht ergeben. Ja, jetzt habe ich mich mal rausgemarkt für euch hier auf den Turm. Ihr habt da die wunderschöne Aussicht von Salzwedel. Ja, man könnte sich halt noch einen besseren Tag, ein besseres Wetter zum City-Tour aussuchen, aber ja. Ich habe heute diesen Tag und dieses Wetter getroffen. Ja, man muss wohl damit leben. Ihr glaubt es nicht, wenn ich euch sage, dass ich im Plan gehabt habe, das Baumkuchenhaus in Wernigerode zu besuchen. Dachte, es ist in Salzwedel und mich hier eine Zeit lang auf die Suche nach dem Wernigeroder Baumkuchenhaus begeben habe. Ich glaube es ja selbst nicht. Ach Mensch. Ja, beim Baumkuchenhaus denkt man halt zuallererst an Salzwedel. Und diese Stadt ist auch ja, Baumkuchenstadt irgendwie. Und vielleicht werden wir ja hier noch einiges sehen. Vielleicht kriege ich ja auch noch einen Baumkuchen vor die Linse und dann hat sich das zumindest halbwegs gelohnt. Hat sich mein Plan doch zumindest teilweise in die Tat umgesetzt. Ja, genießt noch ein bisschen diesen wunderschönen Ausblick hier. Da hinten haben wir so ein bisschen Schornsteinmäßiges. Scheint ein Industriegebiet zu sein. Ich finde, Salzwedel ist dann auch eine
schöne Stadt. Und deshalb kam sie auch auf meine Liste. Nicht nur wegen dem Baumkuchenhaus, das es hier nicht gibt, sondern auch wegen dieser wundervollen Skyline. Vielleicht kriege ich hier irgendwie ein Thumbnail hin bei der Gelegenheit. Ich weiß, meine Haare sehen heute nicht so hervorragend aus, aber das ist dem Regen zu verdanken. Ich wurde mehrmals ordentlich durchgenässt. Ihr seht auch mal die andere Seite von Salzwedel. Ducken, da wird's eng. Und ein Weg zurück, wieder die Treppen hinunter, der gerade in seiner Richtung die Kamera hält. In Salzwedel gibt es an jeder Ecke irgendwo ein Baumkuchenhaus, ein Haus, ein Geschäft, wo Baumkuchen verkauft werden. Und sehr viele alte Häuser, sehr wunderschöne alte Häuser. Faszinierend finde ich diese Straßenzüge hier. Schaut euch diese Straßen an. Entgradigt, um es so zu sagen. Ich habe mir dann auch mal ein bisschen Baumkuchen besorgt, ein bisschen zum Schnabulieren. Schön weißen. Das Ding sieht auch nicht ganz uninteressant aus, scheint so eine Art Tor zu sein. Ja. Zu lange sollte ich aber mit dem hier nicht mehr rumirren, sollte mich langsam mal auf den Weg Richtung Bahnhof machen. Der ist nicht da entlang, der ist in genau eine andere Richtung. Mache ich mich mal auf den Weg und ja. So, ich habe hoffentlich noch was anderes vor die Linse bekommen, aber ich schwenke nochmal hier in die Landschaft rein, damit ihr nochmal die Aussicht genießen könnt und dann haut rinne. Ciao, ciao. Ja, ich bin hier in Halberstadt und hab dort hinten den Dom und hier neben mir sitzt auch noch jemand, den Greenie Let's Play, den habe ich heute mit dabei. Hi, ihr komischen Leute da draußen, die das gucken. So, die unsere Videos immer gucken. Sein. So, wer ihn, wenn nicht kennt, kommt vor auf meinem Kanal. Dass Leute ihn nicht kennen, das ist der Greenie Let's Play, der hat auch einen YouTube-Kanal, der ist ein bisschen größer als meiner und der macht hauptsächlich Streams und. Ja. Und anderen Scheiß. Und anderen Scheiß, ja. Ein bisschen zentralisierter als mein Scheiß. Also ich mache so alles Mögliche, er macht nur Streams. So, und ich habe auch Winnie was mitgebracht. Eine kleine Tüte, die kennt ihr schon aus dem Salzwedler. Verschwindet er hier aus der Kamera. Aus dem Salz. Ich bin schüchtern. Aus dem Salzwedler Video habe ich das mitgemacht. Das überreiche ich ihm hier gleich mal. Darf er mal reingucken und mal in der Kamera präsentieren, also, was da drin hat. Wir haben da drin. Das konnte ich mir leider schon fast denken. Was heißt leider? Das konnte ich mir sehr, sehr gut schon denken. Da sind zwei Sachen drin. Und zwar, ich sterbe jetzt. Ja, wir hatten schon die ganze Zeit gesagt, dass ich sterbe und werde. Und wir haben hier
einen wundervollen, sieht man das? Wundervollen sieht Baumkuchen. Sieht man auf jeden Fall. Ja, Baumkuchen, Schokolade und Vanille. Das kommt vor, dass du davon sterbst, wenn du Diabetiker bist. Dann ja, das werde ich auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall zu Weihnachten werde ich Diabetiker. So, also einen schönen Baumkuchen. Noch was? Ich hab noch was. Das kannst du mal in die Kamera halten. Darfst mal raten, was das ist. 9. Ja. Ach, das ist von dieses 9. Könnte ein Countdown sein. Countdown. Countdown, die 9. Countdown sein, eine 9. So feine Countdown, Leute. Kennt ihr? Stimmt. Ja. Hier. Ich will mich nochmal bedanken für diesen wundervollen Baumkuchen, wovon ich bestimmt sterben werde. Okay. Also wenn keine Videos aus Teams mehr kommen oder wenn ich einfach nie mehr erwähnt werde, dann wirst du ja so. Ja, wir sind hier im... Wo sind wir? Im Halberstädter Dom und ja. Hi, ich dachte, das wusstest du überhaupt nicht mehr, dass wir hier reingegangen sind gerade. Nein. Wie sind wir hier reingekommen? Wir haben eine Tür benutzt. Wie sind wir hier reingekommen? Waren wir doch eben noch auf einer Bank. Wie was zum... Kannst du mir verraten, wie ich hier reingekommen bin? Habe ich mich bestimmt gebeamt, oder? Ja, ich habe gesehen, wie er Teleport genutzt hat, ja. Habe ich echt gesehen. Das war echt grauenvoll. Habe ich dich gleich mitgenommen. Ja, das Problem ist, ich kann ja mal kurz sagen, das Problem ist, bei dem Dom, es wird schon seit Monaten lang gearbeitet. Kommt mir vor wie in Magdeburg. Habe ich schon mal ein Video von Magdeburger Dom gemacht? Nee, eigentlich noch nicht. Ich muss mal, erinnere mich mal dran, Greenie, dass ich mal ein Video vom Magdeburger Dom mache. Das bietet sich richtig an. Da weiß ich auch was, da habe ich Hintergrundwissen für. Ich kann mal so einen langweiligen Geschichtsvlog machen. Da mache ich dann so einen Vortrag hier. Ich muss auch noch mal anmerken, dass ich schon irgendwann mal drin war mit der Schule, in der 7. oder 8. Klasse. Ich habe es aber echt verdrängt. Ich keine Lust eigentlich auf Kirschen habe. Geschichte. Kirschen. Die roten. Am Baum. Ich liebe Kirschen. Da habe ich schon mal einen Vortrag zugemacht in der Schule. Wir hatten ja Kunstgeschichte, nennt sich das. Da haben wir... Oh! Jetzt drauf. Der Greenie. Ich muss drauf. Ich muss leider ein bisschen ducken. Die Sonne. Oh. Die Sonne. Das Licht. Vampir. Was habe ich hier gesagt? Geschichtsvortrag in... Kunstgeschichte, da habe ich gleich mal über den, gleich mal einen Vortrag über den, nicht hier in Halberstädter Dom gemacht, sondern über den Magdeburger Dom habe ich da einen Vortrag gehalten. Da wird ordentlich gebaut. Der Magdeburger Dom müsste auch gerade baufällig sein. Ich weiß es nicht, ich war da nicht, war da die letzten Tage noch nicht. Der Greenie verschwindet immer aus der Kamera hier. Hört immer, der will nicht in meinen Videos sein. Na doch, will er irgendwie schon, weil sonst wäre er nicht hier. Ich hab das auch noch nicht mit einer Kamera gemacht, ja. Ich finde das echt kompliziert. Was ist das? Wie lange? Ja, also mir ist zumindest peinlich. Ein bisschen. Eine Kamera zu sein. Vor anderen Leuten und auch das, gut, ja. Habe ich mal gesagt, habe ich aus einem Video rausgeschnitten im Salzwedel. Im Vlog habe ich das gesagt, dass man da immer Augen im Hinterkopf haben muss. Dass man alles, was man hinter einem sieht, dass man sozusagen hier auf das Display guckt und dann alles. Ihr könnt das gerade verdammt schlecht sehen. Du läufst quasi so durch die Stadt und siehst alles, was dahinter hinter dir ist, durch dieses Display. Das heißt, du guckst gar nicht vor dir, sondern guckst eigentlich hinter dir. Du hast eigentlich richtig scheiße eigentlich. Aber gewöhnt man sich dann nach 10 Vlogs, gewöhnt man sich dann dran. Hier werfe ich den Greenie gleich rein, in den Brunnen. Ist doch ein Brunnen, oder? Ja, aber so tief geht's doch gar nicht hinab. Da kommst du wieder raus, oder? Naja, zumindest kann ich mich da mal duschen. Ach, ich war schon zweimal. Ja. Ich habe mich auch ausnahmsweise mal geduscht heute. Nee, Spaß. Da wird ordentlich gearbeitet, da haben wir jetzt die Arbeit da oben. Der Greenie wollte noch mit mir die Ja-Nein-Nicht-Ad-Challenge machen. Ja, das wollte er. Das wollte er machen. Um mit schon mal anzufangen. Das hat er vorgeschlagen, oder? Ja. Das war doch deine Idee, oder? Ich habe da leider zugestimmt. Das heißt leider, okay, machen wir. Ja, stimmt, das war meine blöde Idee. Ja, die Ja-Nein-Nicht-Ad-Challenge, darf es nochmal ganz kurz erklären. Man stellt sich gegenseitig Fragen und das Gegenüber muss mit Ja, Nein, nicht er nicht antworten, also darf nicht mit Ja, Nein, nicht er antworten. Legen wir los.
hier haben wir den Marktplatz. Ist das der Marktplatz oder was ist das? Das ist der Holzmarkt, ja. Also Platz. Hier haben wir den Holzmarkt und das Rathaus hier. Machen wir mal eine Aufnahme hier, wie niemand dazukommen hier. Machen wir eine Froschperspektive hier. Machen wir dann hier so eine Froschperspektive hier. Können wir benutzen für das Thumbnail hier. Und eine Froschperspektive. Hat bestimmt viele Möglichkeiten fürs Thumbnail mit drin. Ja. Greenie sagt, es gibt nicht so viel zu sehen hier in Halberstadt. Das glaube ich persönlich nicht, aber. Kannst kleine Sachen angucken. Es gibt bestimmt noch viele andere kleine Sachen zu sehen. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ich kriege das Video irgendwie direkt und kann da irgendwas Sinnvolles draus machen. Wenn es halt nur 5 Minuten Video sind, dann ja, ist Attraktion genug, dass wir hier den Greenie mit dabei haben. Und dann Attraktion, okay. Du bist eine Attraktion, ja. Kannst dich jetzt auf den Marktplatz stellen und ich hier direkt, was ich eigentlich nicht machen sollte, hier vor so einem Laden hier. Und das ist doch hier viel interessanter hier. Dann ja, können wir mal darüber gehen hier zum, nebst noch den, wie heißt der, Roland. Den Max Roland. Wenn es euch gefallen haben sollte, ich habe hier die ganze Zeit die Hand hier in der Tasche. Wenn es euch gefallen haben sollte, gibt es den Video einen, glaube ich, nach oben, oder? Auf jeden Fall. Darf ich noch rumgeben? Auch gleich abonnieren oder auch mal gleich seinen Kanal. Das müsst ihr dann hier gleich mal. Mir auch vorbeischauen. Müsst ihr gleich irgendwie, das müsst ihr gleich verlinkt sein. Endcard, die Endcard ist ganz super. Hast du die mal gesehen? Ja. Diese Endcard, diese weiße Endcard, wo ich drauf rumgekritzelt habe. Ich kann nicht mehr gucken. Dann, ja, und wir sind, glaube ich, auch hoffnungslos ausgeblendet hier. Ja. Und dann, ja, dann würde ich mal sagen, gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag und ja, und haut's rinne, gehabt euch wohl. Ciao. Ich wünsche gefühlt für. Verfolgung. Hier direkt aus der Hauptstadt hier im Herzen von Deutschland ist der Finne. Ja. Moin. Ein bisschen schüchterner als ich. Ja. Da hinten sieht man vielleicht den Bundestag hier, auch noch den Bundestag. Das ist übrigens der Reichstag, das ist der Bundestag. Der Bundestag ist das langweilige Gebäude im Hintergrund und das, was schön aussieht, ist der Reichstag. Wer es noch nicht wusste. Und das Kanzleramt, da sitzt die Frau Merkel drin und ja, ihre Stellvertreter. Und da der wirkliche Bundestag, ich werde jetzt mal Richtung dort gehen. Beziehungsweise wir, wenn er mitkommen will. Wenn er Lust drauf hat. Ich werde nämlich versuchen, dann noch das vierte zu finden. Das ist nämlich das Schloss Bellevue. Da sitzt dann der Bundespräsident drin. Ja, da werde ich jetzt mal nachgehen. Das geht dann so ungefähr dort an der Spee entlang. Und da muss man dann so ca. 20 Minuten Fußweg und dann ist man da am Schloss Bellevue. Und ja, auf dem Weg werde ich vielleicht noch ein bisschen die Möglichkeit haben, ein bisschen was aufzunehmen und vielleicht ein bisschen labern. Das wird heute vielleicht ein bisschen ein Laber-Video. Ja. Bevor es hier noch lauter wird, gehen wir mal rüber zur Spee. Ja, ich will aber nicht hier entlang, auch nicht dort entlang. Ich muss darüber. Ich will dann mal so ein bisschen an der Spree entlang. Ich gucke die alle blöde an, weil ich mit einer Kamera spreche. Ich kann ja so tun, als ob ich mit Rinne sprechen würde. Er ist die ganze Zeit nicht mit auf der Kamera. Er muss mal ein bisschen hinter mir laufen, wenn er mit auf der Kamera sein will. Ist dann so. Dunkle Gestalten unter einer Brücke. Ja. Jetzt sind wir sie wieder gesehen. Jetzt sind wir wieder sichtbar. So, in Magdeburg darf es schön dunkel und düster bleiben, weil das ist schön. Ich habe ein Zimmer, das ist ziemlich beleuchtet und da darf es mal ein bisschen dunkler sein für Let's Play. Auch machen, dass das dann günstiger uns dann nicht so sehr ist. Wenn ich draußen bin und ein bisschen mehr Vlogs mache, dann darf es besser. Haben wir einen
Stellchen der Spee. Da habe ich schon Videos, Aufnahmen aus dem Fernsehen gesehen. Das ist, glaube ich, auch so ein Teil irgendwie vom Regierungshaus. Das Kanzleramt, ja genau, von der anderen Seite. Da gibt es auch manchmal Videos, wo Leute, Politiker interviewt werden und dann halt mit dem Rücken so ein Fenster stehen und dann halt dort so ein Schiff an der Spee vorbeifährt. Es ist komplett unmöglich, dass wir jetzt auch irgendwo im ARD Themenvideo zu sehen sind, so mit Themenfilmen. Vorhin haben wir schon RTL 2 gesehen, hat aber leider nicht gefilmt. Jetzt hätte ich mich vor die Kamera geworfen und hätte gesagt, guck mal, ich bin im Fernsehen. Für Berlin ist mir halt nichts eingefallen und dann habe ich halt gedacht, machst du halt ein Laber-Video und jetzt ist die Sonne sogar etwas angenehmer. So, ist schon heiß, nicht mehr so ganz uns herab. Und ja, noch schöneres Wetter. So, ja, ein paar halb schlechte Aufnahmen hier vom Kanzleramt von allen Seiten und von der Spee hier. Den finde ich immer ins Gesicht donnern. Die rechte Hand. Da ist er hier. Das rückwärts laufen sieht auch gar nicht bescheuert aus im Video. Nicht mehr. Lange kann es nicht mehr dauern bis zum Schluss. Sein wir sind schon vorbei gelatscht und keiner von den zwei hat das bemerkt. Dort hinten ist die Siegessäule. Dann kann man sie vielleicht irgendwie erkennen. Ich hoffe ja, irgendwo dort hinten ist die dort als kleiner Punkt in der Landschaft. Ja, so keine Ahnung. Ragt sie irgendwo hinter den Bäumen hervor. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier fährt gerade ein Schiff an uns vorbei. Wir werden jetzt schön alle gefilmt. So, war dann doch noch ein bisschen weiter. So, wie lange sind wir gelaufen? 5 Minuten sind wir locker noch gelaufen. Ja, ist halt ein bisschen Weg, also so. Auf Google Maps steht 20 Minuten Fußweg, wenn man schnell läuft. Passt auch ungefähr so hin. 18, 19, 20 Minuten so. Wir sind immer noch an der Spee, hier seht ihr es. Und da ist eine Brücke, da müssen wir einmal rüber und dann sind wir schon am Deutschen Weißen Haus, am Schloss Bellevue. Machen wir es mal. Schauen wir mal, wie wir rüberkommen über die Brücke. Wir sind hier tatsächlich vorm Schloss Bellevue angekommen. Freies Plätzchen hier im Schatten. Sieht zwar nicht ganz so toll aus, aber vielleicht kriegen wir noch ein paar Aufnahmen vom Schloss Bellevue. Hier auf der Rückseite, auf der anderen Seite ist übrigens nur langweilige Straße. Und da fahren die ganzen Busse hier lang. So, und jetzt stürme ich da mal auf den Rasen hier. Ich habe meinen Rasen hier betreten. Hier mal auf dem Rasen des Bundespräsidenten schlafen. Oh, jetzt wird die Sonne schon hell. Oh, die Wolken. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Das war's jetzt mit der Sommertour und ja, man sieht sich in einem anderen Video. Ich schlafe jetzt hier in München. Im Gras des Bundespräsidenten. Habe ich mir verdient. Ciao.